Die Konjunkturstimmung fast schon wieder in voller Blüte. Nun ja, ist das denn wirklich so? Die neuesten Konjunkturdaten sprechen ja eine vielleicht andere Sprache. Nichtsdestotrotz zum Wochenauftakt die Börsen mehr als freundlich. Ordnen wir die Lage ein mit Robert Halver von der Baader Bank. Schönen guten Tag, Robert Halver. Ich grüße Sie. In Ihrem Ausblick für diese Woche schreiben Sie, nach Ihrem historischen Einbruch im Frühjahr steht die Konjunkturstimmung fast wieder in voller Blüte. Ist das wirklich so, wenn wir jetzt gerade die jüngsten Daten anschauen, die europäischen Einkaufsmanager-Indizes, Dienstleistungen und Industrie, die waren ja eher ernüchternd. Sie haben richtig zitiert, Stimmung. Stimmung sind auch keine Fakten. Ja? Die Stimmung ist sehr gut, das sieht man. Es gibt mal vielleicht ein paar abbröckelnde Punkte, aber es kommt natürlich dann der berühmte Pudding-Test. Ja? Das kennen Sie vielleicht auch von Ihrer Oma noch. Der Pudding wurde gemacht, wurde umgestülpt und dann wurde dann die Form abgezogen, dann musste er stehen. Die Frage ist, ob die harten Konjunkturdaten das bestätigen. Da werden wir sicherlich auch Enttäuschungen erleben, aber der Börse ist das egal, weil sie weiß, wo Geld gebraucht wird, wird es von der Finanzpolitik reingebracht und die Geldpolitik wird es finanzieren. Das sehen wir jetzt auch Verlängerungsmaßnahmen, Kurzarbeitergeld von Herrn Heil, dem Arbeitsminister, und von Herrn Altmaier, der ja die mittelständische Wirtschaft dann weiterhin pushen will. Das heißt, wir überholen uns links und rechts mit neuen fiskalpolitischen Dingen und darauf geht die Börse eben auch rein. Sie sagt, okay, wenn die Konjunktur hapern sollte, neues Geld. Nun hat aber selbst die EZB in ihrem jüngsten Sitzungsprotokoll allein 20 Mal das Wort Unsicherheit gebraucht. Sie sagen, klar, die Notenbanken werden es weiter stützen, müssen sie auch. Aber wenn wir jetzt auf die Daten schauen und Sie sagen, es gibt gewisse Verbesserungen, ja, aber sind das nicht auch viele Basiseffekte und das ist ja dann sozusagen einfach. Ja, ich habe es auch geschrieben, es ist ja sehr einfach natürlich, wenn Sie am Boden liegen, ist es sehr einfach natürlich, wenn Sie nicht nur auf allen Vieren bewegen, haben Sie ja schon eine Verbesserung gehabt. Aber indem natürlich eine EZB von Unsicherheiten spricht, was heißt denn das? Das ist doch der Türöffner für was? Für noch mehr Geld. Auch wenn Sie mal die Historie der EZB betrachten, auch inflationsmäßig. Irgendwann am Anfang sagten wir, naja, bei 1% Inflation müssen wir schon mal gucken. Jetzt sind wir mittlerweile bei 2%, die wir auch nicht erreichen. Das heißt auch nur, wir brauchen noch mehr Geld für die Unterstützung und die wird auch verabreicht. Ja? Und wenn es zeitgleich ein Olaf Scholz, Kanzlerkandidat der SPD, sagt, diese Geschenke, die wir in Europa verteilt haben, das ist nicht nur eine einmalige Story, sondern das wird sich wiederholen, ja? Dann wissen wir auch, wer die Party finanziert. Also noch einmal, ja, die Konjunktur läuft jetzt nicht rund, die wird auch nicht im Schweinsgalopp die Stimmung 1:1 dann kopieren, aber... Die Börse noch einmal, ist mittlerweile so ernüchtert von der Stabilität her, wenn Probleme sind, Geld rein, Geldpolitik finanziert das Ganze und das scheint zu klappen, zumal ja auch damit klar ist, dass die Alternative, Zinsvermögen, da reden wir schon zum tausendsten Mal von, ist aber mittlerweile nach wie vor fest etabliert in den Märkten, keine Alternative ist. Wenn wir jetzt aber weiter schauen und in den Herbst hineinversetzen, noch sind die Fallzahlen zwar im Anstieg, aber zumindest in Europa noch nicht wieder so wie zu Beginn. Jetzt sagt aber schon der Wirtschaftsweise Lars Feld, wenn es einen zweiten Lockdown geben müsste, wäre das für unsere Wirtschaft katastrophal. Viele Unternehmen würden das, was sie das erste Mal überlebt haben, dann nicht überstehen. Müssen wir uns nicht langsam mit diesen Gedanken eines zweiten Lockdowns zumindest mal vertraut machen? Nein. Also wenn wir das machen würden, hat der Wirtschaftsweise absolut recht, dann ist unsere Wirtschaft kaputt und zwar am Boden zerstört. Das ist doch ganz klar. Wie wollen Sie denn dieses kleine Konjunkturpflänzchen, die wir etwas sprießen, man darf wieder kaufen gehen und so weiter, ja? Wenn Sie das ausrupfen, wie wollen Sie dann jemals wieder eine Saat zum Blühen bringen? Das weiß man. Viel wichtiger wäre es jetzt, dass Deutschland sagt, wenn es Leute gibt, die meinen, wir feiern halt, Wir haben kein Interesse, eine Maske anzuziehen, dann muss man dementsprechend bestrafen. Feierabend. Diese Gefälligkeitsökonomie, die wir jetzt haben, darf hier keinem wehtun, das funktioniert eben nicht. Wer sich nicht an Regeln hält, muss bestraft werden. Punkt. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, wenn ich mehr teste, habe ich auch mehr Fälle. Auch das ist klar. Natürlich. Ich sage aber auch, es ist ja schön zu sehen, dass wirklich ernste Fälle, die beatmet werden müssen, ja doch eher dann schwindend sind, was ja positiv ist. Vielleicht stimmt doch, was einige Virologen sagen, dass das Virus sich modifiziert, verändert hat, aber im positiven Sinne. Das wäre positiv. Aber klar ist,
bevor man einen Lockdown macht, wird der Staat eher dann mal sagen müssen, jetzt reizt, jetzt müssen wir diese Regeln auch einhalten. Und wer die Regeln nicht einhält, muss bestraft werden. Wer es nicht bezahlen kann, macht Sozialstunden, Feierabend. Wir können nicht das Risiko eingehen, dass wir hier eine Wirtschaft in die Wand fahren mit vielen Arbeitslosen und Unternehmenspleiten. Der Staat kann nicht alles finanzieren. Bis zur Bundestagswahl wird man natürlich möglichst alles finanzieren wollen. Nur die armen Leute, die nach der nächsten Wahl dran sind, ja, die dürfen auch mal überlegen, wie wir das Ganze wieder einspielen. In den USA ist ebenfalls Wahlkampf, noch deutlich früher als bei uns. Und das fünfte Konjunkturpaket braucht es dort auch. Wir hatten gerade in den Tagen zuvor, wo die Verhandlungen über solche Dinge in den USA wieder in Stocken geraten sind, gesehen, dass der Euro unglaublich an neuer Dynamik noch mal gewann. Das hat sich jetzt wieder abgeschwächt. Vertraut man grundsätzlich doch mehr in die amerikanische Währung oder sind das jetzt wieder einfach nur kurzfristige Umschichtungen? Europa war jetzt mal kurzfristig gerettet, weil wir ja Geld verschenken. Geschenke halten die Freundschaft, also wird im Augenblick keiner austreten. Und ich habe eben erwähnt, wenn Herr Scholz sagt, das wird es auch in Zukunft geben, Geldgeschenke, dann ist der Euroraum künstlich zusammengehalten. Das ist nicht stabil, aber es ist eine wabernde Masse, die aber zumindest nicht zerfließt. Ja, das hat er denn jetzt den Euro gestützt, auch zugunsten des Dollars. Jetzt flacht es wieder ab, wie Sie richtig sagen. Aber wir haben schon so oft darüber geredet, dass der Dollar den Löffel abgibt, dass er nicht mehr Weltleitwährung ist. Wenn der Trump so weitermachen würde über viele Jahre, dann droht die Gefahr, weil dann auch die Weltleitwährung natürlich Schaden nimmt, weil auch Chinesen und Russen immer mehr ohne den Dollar auskommen wollen. Aber man wird im Zweifel als Falles immer noch auf Amerika setzen. Die werden zwar im Augenblick sicherlich nicht positiv regieren, um es so auszudrücken. Ich könnte ganz andere Worte finden, das tue ich aber nicht. Ich möchte nochmal eingeladen werden. Wir kriegen so schnell den Dollar nicht kaputt. Eine langfristige Betrachtung muss man hier sicherlich etwas mit Fragezeichen versehen, aber das sehe ich nicht. Außerdem der Euro möchte ja gar nicht stark sein. Wir wollen ja exportieren, oder? Also von daher wird auch alles dafür getan, dass der Euro nicht zu stark wird. Knapp 13.000 Punkte an der Börse zum Wochenauftakt. Erst einmal genug für das, was die Lage hergibt? Ja, Sie spielen ja gerne immer ein bisschen Cassandra, ich weiß das ja. Ne? Aber wenn Sie jetzt mal sehen, wir haben jetzt so viele Probleme doch. Corona, Instabilitäten, Trump, wer weiß, was kommt. Wenn Biden kommt, dann werden die Steuern erhöht, dann werden die Branchen wieder reguliert. All das, wenn all das nicht ausreicht, den DAX kräftig runterzubringen, was dann? Ich bin der Meinung, weiterhin, wir sind abgekoppelt von der realen Lage, aber auch das ist eine Realität. Das ist eine Realität, so ist es nun mal. Ich glaube auch, dass die Märkte jetzt schwanken werden, aber nicht schlimm. Aber ein Crash, warum? Warum? Das sehe ich überhaupt nicht. Umgekehrt muss man auch nicht sagen, wir werden ja auch nicht, jetzt bis der Sommer zu Ende ist, einen DAX sehen, der da oben explodiert. Das ist jetzt so eine stabile Seitenlage, sagt man, glaube ich, in Krankenhäusern. Ja, aber der Patient lächelt aber zumindest. Er will nicht unbedingt immer nur aufstehen, aber das ist sehr stabil. Das wird uns nicht verlassen, diese Stabilität der Aktienmärkte. Warum auch? Das will niemand. Wenn jetzt noch ein Aktienzusammenbruch bekommt und Sondersendungen wieder zeigen, dass alles verheerend ist, das will auch sicherlich keine Regierung, die dann natürlich sich die Frage stellen muss, haben wir zu wenig für die Wirtschaft getan? Also ist man damit jetzt auch sehr zufrieden. Glauben Sie es mir, Sondersendungen mit positivem Inhalt wären uns auch mehr als gelegen. Robert Halver, vielen Dank für den Moment. Ja, stabile Aktienmärkte zum Wochenauftakt, sagt Robert Halver. Das sollte auch so bleiben, denn ein Crash, woher sollte der kommen, wo die Notenbanken und die Fiskalpolitik doch einigermaßen weiter stützen. Nichtsdestotrotz schreibt auch Robert Halver in seinem Kapitalmarktausblick der Woche, dass die Konjunkturstimmung fast in voller Blüte steht, meint aber damit, die Stimmung sei besser als die Lage.